zusammen, was geht? Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu Türe Nummer 10 im Adventskalender. Heute möchte ich mal die Frage des Endorsements auf meine Sicht betrachten und wünsche dabei euch sehr viel Spaß und los geht es. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an und zwar Becken. Wie ihr wisst, spiele ich 5 verschiedene Beckenfirmen an meinem Schlagzeug und es werden eventuell sogar noch mehr Firmen werden, wenn ich denn das nötige Kleingeld habe, weil ich finde einfach sehr, sehr viele Firmen genial und möchte auch meine Becken in dem Zusammenhang so behalten, dass ich nicht nur eine Firma spiele, sondern mehrere, weil es einfach so viele Firmen gibt, die geniale Produkte bauen und somit bei Becken kein Endorsement. Weiter geht es mit dem Thema Nummer 2 und zwar Hardware. Bei den Pedalen bin ich ganz relativ offen, also da kein Endorsement. Bei dem Rack-System und bei meinen Snare-Ständern sieht es schon wieder anders aus. Da würde ich mir gerne ein Endorsement wünschen, weil für mich stellen die Snare-Ständer aus der 9000er-Serie von DW eigentlich das Nonplusultra da, also ich habe bisher noch keinen Snare-Ständer gefunden, der diese Qualitäten aufweist und auch die Rack-Systeme, die wir heute haben, sind natürlich auch sehr gut, aber für mich zählt mein DW-Rack zu den besten, die es überhaupt gibt, also für die Snare-Ständer und das Rack-System definitiv ein Endorsement, aber auch nicht für die Hi-Hat, weil da bin ich auch wieder offen, also da kein Endorsement. Bei den Trommelstöcken sieht es genauso aus, da auch kein Endorsement, weil ich einfach so viele Firmen spiele, die ich genial finde und es werden vielleicht noch irgendwann mehr werden, wenn ich mal gewisse Produkte von vielen anderen Firmen probiert habe und mir die zusagen, dann spiele ich sie auch. Also bei den Trommelstöcken kein Endorsement. Bei den Trommelfellen, ja, mit Remo bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber es gibt da ja noch Evans oder Aquarian, beide Firmen sind geil und somit sind alle drei ziemlich geil, also sowohl Remo als auch Aquarian als auch Evans produzieren geniale Produkte und momentan bin ich aber mit meinem Remo Felset, was ich auf meinem Schlagzeug habe, recht zufrieden und somit, ja, weiß ich nicht, ob ich da ein Endorsement haben will oder nicht, weil es einfach zwar genial ist, aber auch andere Firmen ziemlich gut sind. Wie sieht es eigentlich mit dem Schlagzeug selbst aus? Kein Endorsement. Es gibt so viele geniale Schlagzeugfirmen und wenn ich das Geld hätte, dann hätte ich mir definitiv von anderen Firmen auch andere Schlagzeuge geholt. Und somit kein Endorsement bei dem Schlagzeug selbst. Wie sieht es sonst so aus? Also bei anderen Firmen will ich auch kein Endorsement haben. Also bleibt schlussendlich nur übrig, dass ich vielleicht bei 2 oder 3 Firmen ein Endorsement haben möchte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Danke fürs Anschauen, danke fürs Abonnieren. Macht es gut. Ciao.